Wir machen heute Folgendes, und zwar in dem Video, eine Woche Stream als Frau quasi, da habe ich angekündigt, dass es ein Gewinnspiel geben wird, und zwar zusammen mit Blue Microphones. Ja, da habe ich euch quasi dazu aufgerufen, mir doch ein paar coole Einsendungen zu schicken, wo ihr euer Kanalkonzept von eurem YouTube oder, muss nicht YouTube sein, es kann auch irgendwie Instagram oder TikTok oder sonst was sein, euer Social Media Kanalkonzept einfach mal vorstellt. Irgendwie cool geschnitten und so weiter und so fort, möglichst mit toller Musik, die copyright-frei ist und so weiter und so fort. Und das werden wir uns heute anschauen, und die besten drei, die bekommen dann quasi ein richtig geiles Set. Einmal das Blue Yeti X und einmal den Kompass und den Radius. Das ist quasi so ein Mikrofonarm und so ein Schockabsorber. Also ein richtig geiles Mikrofon. Kostet ungefähr 250 Euro pro Set. Richtig geiles Mikrofon halt mit einem richtig geilen Arm und so weiter und so fort. Und das können die Gewinner dann halt gewinnen. Und es haben sich super viele Leute beworben. Ich habe jetzt hier quasi eine Liste, die hat der liebe Sebastian mir vorbereitet. Und da sind tatsächlich ungefähr 85 Leute drin, die dem Video eingeschickt haben. Es gab auch ein paar Leute, die da nicht drin sind, die irgendwie was getrollt haben oder so. Also hier sind jetzt die Seriösen drin. Und darauf reagieren wir doch jetzt mal. Wir schauen jetzt mal, was sie gemacht haben. Die hatten eigentlich maximal, glaube ich, 30 Sekunden. Habe ich das so gesagt? Ich muss ganz kurz checken. Ihr müsst dafür nur ein 30-sekündiges Video machen und auf YouTube hochladen. 30 Sekunden, okay. Aber ich habe nicht gesagt, dass es maximal 30. Okay, also ein bisschen Luft lassen wir den Leuten noch. Gut, wir schauen mal rein. Nummer 1. In advance, I wanted to say this video does not contain any copyright music. I create short movies and animation with Blender. And then create tutorials for YouTube so other people can copy or learn this. All the videos will come in the current months because I produced the videos before so that I have a good audio quality to offer the best for the viewers. I hope that I come in the top 3 of tomorrow's raffle. Ist cool. Und wir gehen direkt weiter. Wir müssen nämlich jetzt ganz viele Kanalkonzepte von meinen Zuschauern uns anschauen und mal schauen, was die so können. Mein Name ist Futuristic Gaming und ich bringe jeden Freitag ein cooles Gaming Video. Ich spiele diese Spiele. Roblox. Minecraft. Kann man empfehlen, auf jeden Fall Minecraft. Und so sieht derzeit mein Setup aus. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht, das Setup. Hi und willkommen zu dem Gewinnspielvideo. Und ich will dir heute mal erklären, was mein Kanal so ausmacht. Und zwar wäre das so ein bisschen die Qualität. Ich probiere immer so ein... Bruder, er hat einfach 3 Minuten. Was ist das denn? Doppelte Geschwindigkeit, aber sowas von. Beispiel seiner Videos. Okay, also er macht cinematische Sachen, er legt viel Wert auf gutes Licht. Kann man sich alles anschauen, weil sonst wäre es unfair, weil ich habe 30 Sekunden vorgegeben. Aber finde ich cool. Benjamin, weiter geht's mit dir. Elektroschrott, Arduino. Oh, aber sowas brauche ich auch, so ein Sortierding. Was für eine Maschine, Bruder. Geil. Hallo, mein Name ist Benjamin und auf meinem YouTube-Kanal Elektroschrott, Arduino und Co. lade ich Videos und Tutorials über Elektronik und Mikrocontroller-Programmierung hoch. Zum einen über Elektronikprojekte, wie zum Beispiel meiner selbstgebauten Useless-Box oder einem Ü-Eier-Greifautomaten. Haha, geil. Den ich ebenfalls selbst entworfen habe. Oft verwende ich dabei... So eine Useless-Box müssen wir eigentlich auch mal machen, oder? Komm her, Bruder. Der Kanalname. Du bist der Größte, der Elektroschrott heißt. Mach das Arduino und Co. weg. Elektroschrott ist ein Banger-Name, wirklich. Das ist ein Banger-Name. Der ist richtig geil. Schon selber gebaut, aus der Halterung einer alten Lampe und ein paar 3D-gedruckten Teilen. Dennoch würde ich mich über eins der Mikros sehr freuen, sozusagen als professionelles Upgrade. Das war jetzt meine kurze Vorstellung. Ciao. Strong, Alter. Er hat einfach ein eigenes Mikrofon gebaut. Weiter geht's mit ihm hier. Hallo, Freunde. Auf diesem Kanal erwartet euch vielleicht spannende Technik. Nicht solche Technik, sondern vielleicht diese Technik oder diese. Aha. Aber auch Selbstexperimente. Aha, Klauer. Wie, ich habe Geld verdienen, Apps getestet. Bitte abonnieren und Like nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cool gemacht. Weiter geht's mit Franz. Hey, ich bin FranzK33 und mein noch kleiner Kanal dreht sich rund um Selbstexperimente. Aber frag mal am besten nicht mich, wie der Kanal ist, sondern einfach Zuschauer. Aha, okay. Er hat Zuschauer, das ist krass. Guten Tag, wie finden Sie FranzK33? Okay, er hat keine Zuschauer. 30. Tut mir leid, ich habe heute schon gegessen. Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Hallo Thomas, mein Name ist Nick Böcker. Moin. Ich bin Vollzeit-Webentwickler und träume seit Jahren davon, ein eigenes Spiel in JavaScript zu entwickeln. Mhm. Die ersten Grundsteine sind schon gelegt. Hey Digga, das sieht ja aus wie meine Kindheit. Top-Down-Adventure im Pixel-Art-Stil. Du bist neu an der Schule und trittst dem Security-Team bei. Löst Rätsel und bringst Verbrecher zur Strecke. Also, hast du Bock? Ich hab Böcker. Ah, aber geil, hey, solid, solides Konzept. Ich glaube wirklich, dass das gut funktionieren könnte. Ich bin Lennart und auf meinem YouTube-Kanal in der Lego-Welt lade ich Kleinbaustein-Videos hoch. Geil. Manchmal baue ich. Ohne Witz, also ich habe auch mit 12, 14 habe ich nochmal mit Lego gespielt, so hätte ich da schon eine Kamera, also ich hatte eine Kamera, hätte ich eigentlich auch machen können, ja gut. Damals gab es keine Kleinbaustein-Videos in dem Stil. Ich versuche jeden zweiten Tag YouTube-Videos hochzuladen und dabei gibt es auch sehr viel zu schneiden. Och, der ist cool. Hier seht ihr mich.
Ich verzweifle mit einem Video, schneide und dann wird man auch leicht mal abgelenkt. Lennys Lego-Welt, das ist cool. Okay, mal schauen, was er so rauspfeffert. Selber einen dreidimensionalen Musiker erschaffen, der dann auch noch von ganz alleine die Songs spielt, die du ihm übergibst. Er mit seinem vierten Video hat unser 3D-Musiker bei TikTok jetzt schon fast 250.000 Menschen. Oh, Digga, er hat ja mal richtig. Okay, krank. Oder das eigene Pflanzenbusiness im Wohnzimmer großziehen. Seit ich vor 5 Jahren mein eigenes Visualisierungs-Startup gegründet habe, habe ich eine Menge gelernt. Und mit diesem Wissen zeigt... Bruder, was? Ganz kurz. Ich denk so, ja okay, cooles Bild von seinem Wohnzimmer, schicke Bude, Alter, ist einfach 3D. Hier findest du also jede Menge Inspiration, siehst, was funktioniert und vor allen Dingen auch, was nicht funktioniert. Actually cool. Ich meine, der Kerl ist halt auch im Vergleich zu den anderen natürlich auch einfach volljährig, aber ist richtig geil, überzeugt mich und das ist somit einer der Konzepte, von denen ich mir schon vorstellen könnte, dass die mit am besten einfach funktionieren können. Und ich habe ja gesagt, davon mache ich es ein bisschen abhängig. Ah, und noch ein wichtiger Hinweis für die Gewinner oder die, die schon das Blue Yeti X haben oder sich kaufen möchten. Blue Microphones hat neues Software-Update für Blue Voice angekündigt, mit dem man seine Stimme mit einem Yeti-Mikrofon anpassen kann und sogar noch Stimmeffekte mit einbauen kann. Also genau das, was ich in meinem Selbstexperiment noch umständlich gemacht habe, geht jetzt mit einem Klick. Hallo, mein Name ist Quentin. Und ich bin der Lars. Und auf diesem Kanal machen wir, ach, scheiß drauf, Film ab. Okay. Meine Ohren bedanken sich auf jeden Fall bei euch. Das ist krass. Ich fände es auch cooler, wenn die noch ein bisschen mehr Persönlichkeit drin gehabt hätten. Aber ja. Günther. Moin und hallo. Bruder Günther, doch nicht eine Minute. Oh, kann man jetzt einen kleinen Wettbewerb ausrufen, deshalb geht's heute etwas schneller und zack hier. Klar, ich hab nicht, dass ich die Chance hab, irgendwas zu gewinnen, aber mitmachen werde ich trotzdem, weil die Chance auf mir nicht gehen. Was ich dafür mache? Mein Konzept vorstellen. Hab ich ein Konzept? Ja, Spaß, Entertainment. Dann wird es Spiele geben, ich werde einen Persönlichkeitstest machen und natürlich habe ich auch noch Antworten und Content dann. Ja, ich weiß, Konzept ist nicht besonders, aber ich habe schon 100.000 Follower auf TikTok und ich hoffe hier eine Suche. Krass. Mein Konzept heißt also Entertainment. Reicht es dir? Ich hoffe ja. Ich glaube nicht. Reicht es dir? Ich hoffe ja. Ich glaube nicht. Ich sag mal so, wenn ihr mal ein bisschen Jesus in eurem Leben braucht, schaut bei Günther vorbei. Ach, Maxi. Hey, mein Ziel ist. Ich glaube, den kennen wir doch. Hey, mein Ziel ist es, seit vielen Jahren großer Influencer zu werden. Aber in dieser Zeit habe ich bis jetzt nur 3 Videos hochgeladen. Da frag dich mal, woran es liegt. Doch ab Januar habe ich jede Woche 1 bis 2 Videos rausgebracht, an mich geglaubt. Oha, okay, heftig. Doch irgendwann dachte ich mir, ich will was Neues ausprobieren. Krank. Und dann ist mir TikTok aufgefallen. Hab mein erstes Video erstellt, hochgeladen und welches nach einem Tag schon 10.000 auf... Ja, also Digga, ohne Witz, wenn ihr auf TikTok nicht... Erfolg hat, also wirklich, es war noch nie so leicht auf dieser Erde. Ich meine, gut, TikTok-Views bringen jetzt auch nicht so viel wie YouTube-Views, ne? So, weißt du, so ein YouTube-Abonnent ist wie so ein teuer Freund, während so ein TikTok-View eher so ein ferner Bekannter ist, den du mal irgendwie auf dem Bahnhof über den Weg gehst und guten Tag sagst. Ich habe zum Beispiel mein eigenes Produkt mit einer Firma entwickelt, den MacFlip nachgebaut und vieles mehr. Mittlerweile konnte ich mir sogar schon eine kleine Reichweite aufbauen. Strong. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Maxi hier eine coole Zukunft in Social Media vor sich hat. Weiter geht's mit Jona. Hey, ich bin Jona Schulze. Moin. Ich und mein Bruder sind Pfadfinder und wir lieben es, draußen zu sein. Wir sind sehr oft draußen. Das ist geil. Bauen Sachen dort. Oh, das ist geil. Und Messer werfen, Axt werfen, viele coole Sachen. Finde ich geil. Seit längerer Zeit haben wir jetzt angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen, ja, wo wir viele der Sachen zeigen. Oh, das kommt auch super an. 1000 Klicks hier, 200 Klicks, schon strong. Ich lade jetzt alle 2 Wochen, Samstag, immer ein Video hoch. Okay, das ist ein krasser Vorsatz. Und auch so ein selbstgemachtes Boot, oh, das ist cool, das ist schon geil. Ich persönlich feiere sowas hart. Na, du kleiner, experimentierfreudiger Dino-Pixler. Ich fühle mich beleidigt. Und willkommen bei uns im Naschmobil. Ich bin der Andi. Und ich bin die Sabrina. Auf unserem Kanal probieren wir die neuesten Süßigkeiten. Wieso haben die ein Autositz in der Wohnung? Und bewerten das Ganze. Cooles Konzept. Kommen auch häufig Videos. Madrat Production. Mal schauen, was er oder sie so raushaut. Madrat oder so mal. Sehe ich hier Produktionsqualität? Mhm. Okay, das ist geil gemacht. Banger. Also sind 2 16-Jährige, deren Vergnügen mit über Filmmaking teilen. Also ist auf jeden Fall auch strong. Oh, strong gemacht. Moin, ich bin ein Fashion-Filmmaker aus Norddeutschland und eigentlich sind alle meine Projekte low-budget. Mit meinen Videos möchte ich euch dazu motivieren, genau das zu machen, worauf ihr Bock habt und ich zeige euch auch, wie ich meinen Shit mache. Außerdem ist mein Langzeit-Dream im Commercial-Filmmaking-Bereich mein Geld zu verdienen. Heißt, wenn euch die Reise interessiert, abonniert gerne. Okay, definitiv. Thanks, bye. Definitiv extrem strong. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein Mikrofon braucht, aber Hilux, Hilux, wie auch immer. Checkt ihn gerne aus, ist krank, was er macht. Und wenn ihr euch für Filmmaking interessiert, schaut doch einfach mal vorbei und gönnt ihm eine Chance. Alex und Marlene. Herzlich willkommen in der Akiba-Line mit Marlene und mit Alex.
Voll geil, richtig cute. Zusammen nehmen wir euch mit auf unsere Japan-Reisen oder auch auf die ein oder andere Convention. Mm. Außerdem holen wir uns regelmäßig ein Stück Japan nach Hause in Form von Abo-Boxen mit ganz viel Otaku-Stuff. Wen das jetzt interessiert, den heißen wir herzlich willkommen an Bord der Akiba Line. Sehr cool. Auch mit 850 Abos. Läuft solide, alle. Oha, hier 5000 Views. Hier mal 200, mal 700. Leute, zieht durch. Träumen, Zocken und Animes ist für Versager. Und eigentlich soll man sich so lange aufarbeiten, bis man tot umfällt. Aber nicht mit mir. Bruder, eure Soundeffekte sind immer ein gutes Stück einfach zu laut. Als großer Bruder und selbsternannter Captain lade ich dich auf eine Reise ein. Wie ich in den nächsten Jahren zum König der Träumer werde oder ein modernes Camelot aufbaue. Aber Step by Step, während ich erstmal trainiere und noch Nötiges erlerne, könnt ihr mich ja kennenlernen. Und wenn wir zum Beispiel herausfinden, wie VR so ist, dann mal gute Reise. Hey, finde ich mega geil. Der Captain D. Aura, Cinematic, erste Flugrunde Landshut, los geht's, Video machen. Ja, let's go, Bruder. Hat er einfach mit dem seinen Kanal gestartet? Er hat actually mit meinem Aufruf seinen Kanal gestartet. Das ist ja geil. Weiter geht's mit Gustav. Vor über 100 Jahren wurde im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal Giftgas eingesetzt. Der Mann hinter der Entwicklung der Chemiewaffen, der deutsche Chemiker Fritz Haber, hat unsere Welt mit seinen Entdeckungen bis heute sowohl zum Guten als auch zum Schlechten geprägt. Wen diese Geschichte interessiert oder wer allgemein noch mehr über unsere Vergangenheit lernen möchte, der sollte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, um keine weiteren Videos zu verpassen. Geil gemacht. Meisterbetrieb, auch cooler Name, actually. Ja, let's go, Digga, zieh durch, ist cool. Und jetzt geht's an die Siegerehrung, ja. Ich muss mir jetzt quasi überlegen, welche drei davon quasi das Mikrofon getten werden. Ah, Digga, ich weiß nicht, wie. Bruder, es ist super schwierig. Elektroschrott ist der erste der drei Gewinner. Dann geht eins an Gustav, von dem man noch eine Geschichtsreihe über den Ersten Weltkrieg erwarten kann. Beim Meisterbetrieb auf YouTube kann man auch mal hier rein abonnieren. Ja, sorry, aber ich finde den geil. Also, der hat ein absolutes Trash-Mikrofon. Davon muss man sich abhängig machen, aber ich finde das geil. Er muss auch noch ein bisschen sprechen lernen, aber er muss definitiv durchziehen. Und ich denke auch, dass das cool funktioniert, wenn er das hier selber gezeichnet hat und so weiter und so fort. Gustav, ich habe bei ihm mit am meisten Bock darauf, dass es weitergeht. Wir haben noch einen. Der allerletzte der drei Gewinner. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wer der dritte Gewinner ist und auch noch ein paar andere Teilnehmer sehen wollt, die nicht in dieses Video gepasst haben, dann schaut euch mein Video auf dem Kanal von Blue Microphones an. Da geht es nämlich jetzt direkt weiter. Link dazu findet ihr jetzt in der Videobeschreibung oder hier in der Endcard. Und damit auch nochmal großes Dankeschön an Blue Microphones fürs zur Verfügung stellen von diesen drei coolen Preisen, über die sich jetzt drei kleine YouTuber sehr, sehr freuen werden. Lohnt sich auf jeden Fall jetzt hier oder hier herauszufinden, wer der oder die dritte wird. Und damit macht's gut.